Moin aus Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge LS19. Ja, und wir müssen uns um unsere Kartoffeln kümmern. Hier heißt es, hier ist nicht abgeerntet, aber hier ist Kraut drin. Und das Kraut muss entfernt werden. Das machen wir jetzt mal. Dafür brauchen wir erstmal einen Krautschläger, so habe ich gehört, heißt das Ding wohl. Und den habe ich mir hier schon raus. Was kostet eigentlich so ein Kartoffelvollernter? Der kann doch alles, oder? Kartoffeltechnik. Den haben wir hier überhaupt nicht. Oder haben wir den doch? Doch, hier, Kartoffeltechnik. Guck mal. Kartoffelvoll. Mit Erntemaschinen können die angegebenen Fruchtarten geerntet werden. Ja, aber schlägt der auch das Kraut? Ja, das würde er machen. Aber 496.000 haben wir jetzt erstmal nicht. Von daher... Sämaschine haben wir ja, da haben wir glaube ich die hier, ne? Und jetzt holen wir uns mal das Ding. Oder haben wir die tatsächlich? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Was ist das? Das ist ein roter. Okay, aber den hier kaufen wir uns. Kostet 10.000, das ist nicht die Welt, den kaufen wir, jawohl. Okay. Jetzt fahren wir zum Händler, holen uns den. Unser Trecker müsste mal wieder gewaschen werden. Der ist ja dreckig wie Sau. Lecco mio. So, Motor an. Dann wollen wir mal auf den Kartoffelacker gehen, ne? Mal guck, wir haben doch die Kleene, haben wir. Irgendwann kriegen wir einen Kartoffelvollernter. Aber dafür brauchen wir natürlich ordentlich Kohle, ne? Das ist völlig klar. Also diese KI, mal abgesehen davon, dass der Vorfahrt hatte, aber anhalten tun die ja nicht, ne? So, wenn wir das Kraut geschlagen haben, dann sollte... Dann sollte. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit mal so ein bisschen Lohnarbeit gemacht, also Felder gedüngt. Damit kann man ganz gut Geld verdienen. So, anhängen und wieder los hier. Gucken, kommt keiner. Alter, diese Kameratechnik, ne, das ist ja nichts für Papa, ne? Vertüdel ich mich mal hier, ne? So, wir fahren ein bisschen bekloppt, ich weiß. Also wir haben natürlich sehr unregelmäßig gearbeitet hier, ne? Das muss man jetzt ja mal so sagen, so ganz ehrlich. So, was macht der denn jetzt hier? Ach so, der hackt jetzt oben die Blätter ab. Ich wäre ein Vollernter, könnte das komplett... Sind die denn jetzt schon so weit und können die geerntet werden? Zurück, dann gucken wir uns das mal an und mieten wir uns nämlich direkt diesen Vollernter. Und die Kartoffeln würde ich sagen verkaufen wir oder machen Bratkartoffeln.
ganz nett, aber das dauert ja ewig und drei Tage. Aussteigen. Und wie das Feld jetzt ist. Gedüngt 100%, Kartoffeln, Wachstum abgeerntet. Die sind doch gar nicht abgeerntet. Ich muss mir das Ding mal holen hier. Kartoffeltechnik, zack. Grimme. So, was kostet mich das Ding? Leasingkosten 36.000, seid ihr bekloppt? So, was ist hier mit dem Roder? Wir müssen das mal ausprobieren. Kann ich sagen, dass die Kartoffeln auf einmal alle weg sind? Wofür habe ich sie gesät? Okay. Mal eben den Roder und gucken uns das mal an. Kerl, hier liegen alle Schilder auf der Straße. Ich weiß gar nicht, wer die da hingeschmissen hat. Kann es sein, dass die Kartoffeln weg sind, jetzt wo ich das Zeugs darunter gemacht habe. Schauen wir uns an, das ist uns noch einmal. Alter Schwede. Die fahren aber auch einfach drunter her. Jetzt bin ich gespannt, aber so richtig. Sind sie doch, unsere Kartoffeln. Sehr schön. Ich werde gleich mal ausprobieren. Was möglich ist. Direkt aus dem Kreuz. Hier sind wirklich Stellen, wo teilweise nichts ist, ne? Fahren so ein bisschen Schlangenlinie hier. Das ist gerade nicht so lustig.
So, da hängen wir einmal Träger, den müssen wir uns mieten. Wir nehmen, glaube ich, hier einen mittelgroßen Traktor. Wir holen uns mal so einen, komm, so ein New Herland hier. Mieten, ja, nutzt ja nichts. Nutzt ja nicht. Müssen wir dann mal sehen, wo wir unsere Kartoffeln es nutzt ja nichts, es nutzt ja nichts. Schlecht dieser New Holland, ne? Schöne Farbe. Schickes Blau mal was anderes. Ich fahre jetzt ein bisschen unchristlich, ich weiß. Komm auf, ich will den Kram hier mal weg haben. Ja, der kommt da vorne jetzt ein bisschen an Strauchern, würde ich mal behaupten.
Ich hoffe, wir kriegen unsere für unsere Kartoffeln ein bisschen was an. Meine Oma erzählte mir mal, dass sie früher die Kartoffelfelder abgebrannt haben, weil das Kraut trocken war. Okay, also hier, sobald wir gleich die ersten Kartoffeln wieder am Start haben. Naja, genau, deswegen arbeitet der hier nicht. Dürfte auch nichts mehr drin sein. Kommen jetzt wieder welche? Sehr, sehr ungleichmäßig gesät, ha? Einen Helfer einsetzen, haben wir es jetzt regelt. Oh, jetzt geht's. Jetzt geht er, Herr Peter. Ach, sehr schön.
So, jetzt brauchen wir irgendwie Anhänger für den Abtransport. Hä? Was nimmt man da? Diese Dinger hier? Transportiert alle Tiere, der auch. Der auch. 50.000. Der auch. Der nicht. Der Strautmann, kann man den mieten? Was kostet er, wenn man ihn kauft? 65.000. Escape. So, wenn man sich jetzt so einholt, da kann man Kartoffeln reinpacken. Kostet 27.000, haben wir nicht. Müssen wir uns den mieten? Zieht der das weg? 105 PS. Gucken wir uns das mal an. Hier haben wir jetzt zwei Helfer, die für uns das Zeug da wegmachen, genau. Wir schauen mal, ob wir hier unsere Kartoffeln haben. Durch. Auch schön auf zu gucken. So. Dann schauen wir mal. Vor allem müssen wir mal gucken, wo wir unsere Kartoffeln überhaupt hinbringen können. Brauchen Geld. Jetzt haben wir, hatten jetzt knapp 50.000 und haben dann schon wieder auf 10.000 runtergewirtschaftet. Ist das nicht schön, wie die da alle arbeiten? Schon Kartoffeln liegen. So etwas liegt da ran. Ne? Ja, das sieht doch gut aus. Guckt euch das an hier. Sollten wir schon Platz machen. Ja.
zumindest meine erste Kartoffel ernten. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber er macht ja offensichtlich auch was aus. Ah, hier sind wieder zu viele Löcher drin, wa? Eine dumme Ernte. Naja, gut, mal davon ab, der ist noch eine Weile beschäftigt. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir unser ganzes Kartoffelgeld in die Helfer stopfen. Warum zieht er den immer wieder hoch? Ach, das sind hier die Stellen, wo nichts gewesen ist anscheinend. Also kann das ja ewig dauern. So, wenn der da fertig ist, dann können wir den erstmal wieder rauslassen. Der Krautschlägel ist unser, ne? Ja. Ich würde gerne Weihnachtsbäume anbauen, aber es geht ja nicht. Ja, hier sind schon sehr, sehr viele Stellen, wo wirklich nichts ist. Warum auch immer ich da zu schnell gefahren bin oder so. Was auch immer du jetzt machst. Sehr suspekt. Ja, aber Kartoffeln sind ja doch so ein paar drin, ne? So 2-3 Kilo sind da, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das werden weniger Kartoffeln als erwartet.
ob das Kartoffelroten kann, dauert es. Da hätte man Livestream von machen können. So, ich glaube, ich mache an dieser Stelle mal einen Cut. Ich würde sagen, ich melde mich zurück oder das Video geht weiter an der Stelle, wenn hier der hier voll ist zum ersten Mal, wenn wir vielleicht die ersten Kartoffeln mal wegbringen. Voller Rastik. Müssen wir mal sehen. So, wie gesagt, an dieser Stelle ein Cut und wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin erstmal, ciao. So, da sind wir wieder und wir haben unseren ersten Anhänger Kartoffeln voll. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat die Getreidemühle die besten Preise dafür. Deswegen fahren wir da jetzt mal hin. Unserem Leittraktor. Wow, der ist schon wieder voll. Na gut, der muss ja jetzt so lange warten, bis ich wieder da bin. Ich habe jetzt ein bisschen gestört, weil ich zwischendurch noch ein Papier suchen musste. Okay, ein weiter. Da fahren wir dann rechts rum. Oh, hier gibt es noch Briefkästen. Wow. Dann gucken wir mal, was wir für unsere Kartoffeln kriegen. Was ist das? Hä? Ach, halt die Goschen, ich will wissen, was das ist. Was leuchtet da in der Ferne? Wenn du mich nötigst, ne, dann fahre ich meine Kartoffeln sonst wohin und dann kriegst du keine Bratkartoffeln mehr. So sieht das nämlich aus, mein Freund. Hm? Kannst du deinen Speck in der Eier tun oder so? Ich glaube, ich habe ganz schön zu kotzen, hier hochzukommen. Ich hätte den Strecker doch eine Idee größer nehmen sollen. Naja. Was soll's. Ich glaube, zweimal öfter muss sein. Guckt euch das mal an, während das die Kohle runtergeht. Das ist unglaublich. Alter Schwede. Wie eine Disco oder sowas. Mann, dann überhol doch anstatt mich zu blenden. Oh, wir sind oben, wir werden schneller. So, dann müsste hier schon die Getreidemühle sein. Genau, da fahren wir nämlich einfach gerade drüber. Fahr um die Kurve, komm, mach hin. So. Genau, Kartoffeln. Jetzt haben sie abgekippt. Dann schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Da fließt das Geld. Ist gar nicht so schlecht für Kartoffeln. Wir hatten vorher 40.000 in etwa.
Ja, Mensch. So schlecht ist das doch gar nicht. So, jetzt fahren wir wieder zurück und holen die nächste Vorrunde. Aber es ist unheimlich schwer, hier hochzukommen. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich habe nicht mal... Ich weiß nicht, ob ich eine realistische Stufe gewählt habe, aber das ist schon... Ist schon der Hit. So, jetzt fahren wir zurück zum Helfer und dann schauen wir mal. Den Einträger habe ich schon wieder zurückgebracht. Schnellst ist er ja nicht, ne? Da kann man ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber quatschen. Ne? So, wie sieht denn das aus? Wir müssten doch hier jetzt so langsam so, das ist unser Kartoffelacker, glaube ich. Ne? Das ist unsere, gut, da wollen wir jetzt nicht quer durchfliegen. Aber hier fahren wir hoch. Fast wieder die Ausfahrt verpasst. So, wo ist er denn? Da vorne steht er. Übrigens interessant finde, kaum sind die Kartoffeln weggerodet, wächst hier Unkraut wie Sau. Oder wo fahren wir lang? So, da fließen die nächsten Kartoffeln. Vielleicht habe ich die auch viel zu früh geerntet, ich weiß es nicht. Ich habe hier mal auf der Lok, die gehört. So, mal sehen, was dabei rumkommt. Ganz Unkraut, was wir damit jetzt hochwirbeln. So, jetzt mal Dösken aufmachen, dem gucken wir jetzt auch ein bisschen zu. Ihr seht, da ist noch ein bisschen was zu tun. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn wir dieses Feld hier komplett abgeerntet haben. Und schauen mal, was dann dabei rausgekommen ist. Bis dann. So, und wir sind dann jetzt nochmal am
pumpen, hätte ich bald gesagt. Also wir haben schon so ein bisschen was an Kartoffeln verkauft, definitiv. Man sieht kaum, dass die Kartoffel runter vom Acker blüht, ist recht schön. Ich weiß nicht, ob man das eventuell alles Blumen verkaufen kann oder so. Unser Kartoffelroder sieht aus. Ihr seht jetzt, so zwei, drei Bahnen sind es noch. Dann ist das Ganze fertig. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum der Helfer ständig aussteigt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder in diesen Traktor rein. Ich muss das Ding fertig machen. Ich muss den Motor starten, einen Meter nach vorne fahren und jetzt kann ich den Helfer wieder aktivieren. Frag mich nie warum. So, ihr seht da die schönen Blümchen, ne? Kaum ist das Kartoffelkraut raus. Ey, hier wächst Unkraut ohne Ende. Frage ist hier, ob man vor der Feldbearbeitung mal Unkrautvernichter drauf packt. So, wie gesagt, die letzten Bahnen. Dann haben wir es, ich denke mal, viermal noch. Die Helfer sind ja auch nicht die schnellsten. Aber wir haben, dafür, dass wir so wenig hatten, haben wir jetzt wieder knappe 16.000 für Kartoffeln. Was natürlich sagen, die Leih- oder Mietgebühren sind extremst hoch. Und das schmälert natürlich deinen Gewinn. Also schön wäre es, wenn man sich so ein Ding irgendwie mal direkt kaufen könnte. Aber gut, du kannst ja auf den Feldern... Ich weiß nicht, wie es hier simuliert wird, aber du kannst ja auch nicht mal das gleiche anbauen. Also die Kartoffeln haben schon ganz schön gut wieder, ja, ganz schön wieder Kohle gebracht, muss ich sagen. Ganz so schön Blümchen macht der kaputt. So, das heißt, sobald der da fertig ist, wird der eine Traktor wieder zurückgegeben. Waldra ist ja unser, dann wird der Kartoffelroder sauber gemacht und ebenfalls zurückgegeben. Aber man muss sagen, die Helfer kriegen das inzwischen ganz gut hin, ne? Ich bin mal gespannt, wie viele Bahnen das jetzt noch werden. Ich tippe jetzt noch auf 3. Dreimal hin. Also einmal hin, einmal zurück, nochmal hin. So in diese Richtung. Auch Kartoffeln. Das Feld haben wir, glaube ich, fertig gemacht. Das habe ich in der Lohnbearbeitung gemacht. Ja, und vieles, wie gesagt, in die Mieten reingelaufen für die Gerätschaften. Und es ist nicht leicht, hier wieder an Kohle zu kommen. Ich glaube, der fährt doch noch ein paar Mal öfter. Und doch nur eine Reihe raus. Also fährt er noch dreimal, viermal. Schön, wie die das machen, oder? Ich bin auch jetzt einige Male zur Getreidemühle gewesen, also der Tank war schon ein paar Mal voll. Ja. So, wenn es zu früh war mit dem Kartoffelernten, dann sagt mir das. Aber ich habe gedacht, bevor da keine mehr drin sind, nehme ich sie wieder raus. Oh, er schmeißt das Licht an. Das heißt, wir gehen auf den Namen zu. Ich glaube, wir sind hier schon jetzt in-game 2 Tage dabei, diese Kartoffeln zu holen. Ich weiß nicht, ob es im realen Leben auch so lange dauert, aber mit diesem Ernter bestimmt. Ich weiß gar nicht, warum die Affen jetzt schon hupen. Ich meine, der ist noch auf dem Acker, da könnte man doch vorbeifahren. Verstehe ich nicht. Na gut, jetzt wird gedreht.
schon mal gesagt, du kannst deine Bratkartoffeln, kannst du dir bald die Haare schmecken. Kannst deine Kartoffeln woanders kaufen, da wo sie nicht auf der Straße lang gucken. Und der wäre ja locker noch dran vorbeigekommen. Der hat echt ein Blümchen verschont. So. Alter, ist das Ding. Wir gucken mal rein ins Laufwerk, hätte ich falsch gesagt. Ist mal interessant zu sehen, oder? Der verdient gut Kohle, ne? So, dreimal noch oder was willst du machen? Fahren wir nicht auf meinen schön fertig gemachten. Da wachsen übrigens auch Kartoffeln. Wenn man jetzt so Kartoffeln voll erntet, wenn man den jetzt wirklich kaufen könnte, hätte man natürlich bei den Kartoffeläckern eine gute Möglichkeit mit Lohnarbeiten Kohle zu machen. Ne? Okay, ich glaube zweimal fährt er dann noch. Ne? Zwei Bahnen sind da noch. Sind es drei. Ne, zwei. Sitzt da drin, steif wie ein Stock. Ist das Ding auch schon wieder voll. Eigentlich könnten wir uns den Rest schon mal holen. Dann können wir die letzten beiden Bahnen komplett reinschauen. Bleib mal stehen. Schade. Schafft's glatt über die Straße. Bleib mal stehen. Auf Nachbarsacker. Meinetwegen auch mitten auf der Straße. Mir ganz egal. Ja, genau. Genau, 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 genau. Ja, ja. Perfekt. Perfekt. So ist er. Machen wir mitten auf der Hauptstraße. Und der E-Card. Was ist das für ein grüner Balken da, Mensch? Interessiert mich. Da muss ich nachher mal vorbeifahren. Jetzt macht er wieder nicht weiter. Doch. Was wir jetzt machen, wir haben jetzt das Ding ist nicht ganz voll, aber das ist jetzt uns gerade mal egal. Was wir jetzt mal eben machen, wir bringen die mal schon mal zur Mühle. Ich glaube mittlerweile
kenne ich den Weg. Vorsicht, dass wir den Kercher hier nicht plattfahren. Wächst schon Unkraut auf dem Hof. Unglaublich. Übrigens Blinker und so weiter haben wir noch nicht eingestellt, aber nein, ja Gott, man wird sich ja sonst löschen, ne? Richtig Licht anmachen hier, wenn man zieht. Ja, und dann fahren wir den Rest noch hin. Und dann gucken wir mal. Kommen immer wieder die gleichen Autos entgegen. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt erstaunlich viele Betonmischfahrzeuge. Da wird viel gebaut hier in der Gegend. So, ja, ich hatte vorhin nachgeschaut, hier die Getreidemühle bietet aktuell die besten Preise. Wie, der ist schon fertig? Wenn ich das gewusst hätte. Ich dachte, der muss noch dreimal hin und her fahren. Das machen wir aber gleich. Wir fahren noch einmal zurück. Das kann eigentlich nicht sein, dass der schon fertig ist. Hör mal auf, du Affe! Bist du bekloppt oder was? Ja, ich glaube, bei dir hackt es oder wie? Vollidiot. Ja, aber Hauptsache, wir stehen auf der Straße, ne? Das ist wichtig, ey, du Vollhonk. Schon mal einer die Leitplanken hochgejagt, die Volltrottel, die scheiß Betonlaster. So, hier ist die Tankstelle, da wollen wir nicht hin. Das ist ein Wegschieben und dann noch blöde Hupen. So, noch welche da? Jo, brennt noch Licht. So, raus mit den Kartoffeln. Da oben wächst der Geldstand. Wie viel kriegen wir? 18.000? Ah, 17. $1.803, das ist nicht viel. Aber wenigstens dümpeln wir jetzt nicht mehr unten bei der 3.000 rum. So, jetzt fahren wir zurück, ohne Rücksicht auf Verluste. Mal, was das für ein komisches grünes Ding ist da. Da gibt es da irgendwas Spannendes zu entdecken. €34, ja, der hat nicht mehr viel gemacht, das ist schon richtig. Aber meines Erachtens ist da noch mindestens eine Bahn. Und schon wieder die gleichen Autos vor mir. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, die KI ist ein bisschen trist, ne? Da ist nicht viel Abwechslung drin.
sieht aus wie so ein alter Passat von hinten. Kombi. Gott, ist das ein Blumenmeer. Guckt euch das mal an. Was mich jetzt wundert, Maschine läuft, ist, dass sich mit V jetzt nicht absenkt. Okay, offensichtlich ist da dann echt nicht mehr im Acker. Der reagiert auf gar nichts im Moment eigentlich. Abschalten. Kommt das noch die letzten drei Kartoffeln, mein Freund? Nö, nichts mehr zu machen. Von dieser Seite nochmal. Senkt sich aber auch nicht mehr, ne? Na gut, dann würde ich sagen, ist der leer. Fahren beim Waschen, zurückgeben.
So. Die gehen wir jetzt einfach auf einfachem Weg zurück. Nee, das, ach so. Und zwar hier rüber. Garage. Den hier zurückgeben. Jawohl. Okay. Den hier zurückgeben. Yep. Okay. So. Den Anhänger da hinten, den holen wir uns noch eben. Da bringen wir noch mal Kartoffeln weg. Die letzten. Edwin, er will wissen müssen, dass da nicht mehr bei rumkommt. Wenn wir den dann los sind, dann werden wir mal gucken, was das für ein komisches grünes Licht ist. Schon wieder so ein Betonmischer. Er ist schon um einiges schneller hier, ne? Und er ist auch so 23:52. Ja, das ist noch ein bisschen. Schon wieder die beiden. Die haben nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag im Kreis zu fahren. Tanken müssen wir auch. Das ist eigentlich mal eine ganz gute Maßnahme. Wir kommen nämlich gleich an der Tanke vorbei. Die Helfer tanken sich nämlich immer automatisch auf. Aber wir nicht. So. Kreditzinsen schon wieder. Ist das eigentlich dann eine Abbezahlung oder was ist das? So, jetzt geht die Tanknadel wieder nach oben. Das ist das schöne, sauber verdiente Geld schon wieder flöten. Würde mich echt mal interessieren, Kreditzinsen, ob man irgendwo sehen kann, wir haben ja 500.000 aufgenommen. Ob das jetzt wirklich nur Zinsen sind oder ob das schon 453 Euro Kraftstoff. Alter Kollege. Kartoffeln haben wir noch, komm her. Auch noch weg. Jetzt gehen wir hier auf P Garage und geben den Anhänger auch noch zurück. Jo. So, und jetzt gucken wir, wo dieses komische grüne Licht herkommt. Liegen lassen. Die haben aber auch alle im Weg rumstehen müssen. So, pass auf. Also, wir müssen uns gleich irgendwie links halten, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Fahre nicht ins Licht. Doch. So quer über den Acker. Ist ja nicht unser. Ich will wissen, was das ist. Diese grüne
Ich wette mit euch, wir kommen über diesen blöden Berg nicht mehr. Doch da hinten vielleicht. Ist nicht ganz so steil. Vielleicht in irgendeinem Tümpel hocken, wissen wir warum. Alter Schwede, wisst ihr ja, ne? Und so. Ah, da leuchtet. Wir kommen der Sache näher. Vielleicht kann man hier was entdecken. Manchmal sind ja so ein paar Dinge versteckt. Was ist das? Warum? Noch irgendwelche Verträge offen oder so? Nee. Ist weg. So, jetzt müssen wir einmal gucken, wo wir sind, damit ich zu meinem Hof zurückfinde. Keine Ahnung, was das war, was ich da aktiviert habe und warum und weshalb. Vielleicht wollten die auch meine Kartoffeln haben. So, jetzt lernen wir noch ein bisschen die Insel kennen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, wenn wir den Schlepper gleich auch noch waschen, ist er sauber. Hoppala! Da die Verkehrsinsel. Gar nicht genau, wo wir lang müssen. Das ist jetzt schlecht. Ich habe das irgendwie schon weggedrückt, aber hier war ich noch. Doch nochmal die Map holen, Mensch. Schöne kleine Wohnsiedlung, wo wir jetzt so des Nachts reinheizen. Alter, mein Träger ist ganz schön schnell, du. Ist irgendwie ein Bahnhof. Da kommst du auch nicht weiter. Oh. Wir sind ja hier völlig falsch, Mensch. Fahren wir hier rechts weiter. Aber jetzt sieht man das erstmal so ein bisschen, wie das hier gestaltet ist. So, macht Platz.
das hier, ne? So, da sind die Felder 25, 26, 27. Oh, wir sind auf dem besten. Da ist 19, da ist schon unser Zuhause, das ist der. Ich kann schon unser Haus sehen. Da brennt Licht, ich bin zu Hause. Wer ist in meiner Wohnung? Ich bin doch allein. Tür steht auch auf. Mann, kann jeder einer rein. Sehr vertrauenswürdig. So. Noch eben den Dingenskirchen hier. Abspritzer, da soll es das gewesen sein. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mal gucken, was wir noch so machen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch informiert, was es Schönes Neues gibt. Na, rein da. Und ich würde sagen, ich setze mich jetzt erstmal hier hin, habe eine Brotzeit und dann gucken wir mal, ne? Hab ich die Taschenlampe an? Ne, da steht ja mein Frühstücksgeschirr schon. Okay, ich lege mich schlafen, ihr euch auch. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.